Hallo zusammen, der Mittwochfilm am Dienstagabend. Ich habe mir gedacht, hier ist momentan so viel los, dass ich diesen Film nicht erst am Mittwochabend reinstelle, dass ihr den am Donnerstagmorgen sehen könnt oder vielleicht auch noch Mittwochabend, sondern dass ich ihn heute Abend reinstelle, habe dann spätestens morgen früh. Ich halte das schon für sinnvoll. Eins vorab, am Rosenmontag, das ist nächste Woche Montag, mache ich mit der Ella Vogt von der Börse Frankfurt so ein Börse-at-Home-Ding. Das ist um 12 Uhr mittags und die überschreiben das mit Umgang mit ruppigen Marktphasen. Ich stelle unter diesen YouTube-Film, unter den Thumbnail, stelle ich den Anmeldelink. Dann könnt ihr euch das anschauen, aber das wird mit Sicherheit auch aufgenommen. Ich weiß bloß nicht, wann dann diese Aufnahme fertig ist und wo die hingestellt wird. Aber wenn ich das irgendwie hinkriege, sage ich euch das auch noch. So, und jetzt gucken wir uns mal den DAX an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und das muss ich jetzt peu für peu à peu, muss ich das Thema abarbeiten. Und zwar, für mich ist das, wenn ich das hier mal so ein bisschen größer mache, für mich ist die ganze Geschichte momentan nichts anderes als so eine M-Formation. Eine M-Formation hat, wir haben hier oben also einen Weltklasse-Doppeltop. Wir haben diese 14.815, da gehe ich gleich in den kürzeren Zeiteinheiten drauf ein. Unterstützung haben wir gebrochen, sind heute nochmal in die Nähe derselben gegangen, auf Tagessicht. Also für mich ist der Freund hier noch nicht fertig. Das, was wir gestern Abend bis 22 Uhr verloren haben, da haben wir heute eine ganze Menge von schon mal wieder zurückgeholt, oder einiges zumindest zurückgeholt, zumindest von der Nachbörsenphase. Aber für mich ist die Geschichte in der Ukraine noch nicht vorbei und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige und da können noch ganz erhebliche Überraschungen kommen. Also ich rechne eigentlich täglich damit, deswegen habe ich über Nacht so gut wie gar keine Positionen, dass wir mal mit 500-Punkte-Gap und das kann nach oben, wobei es eher unwahrscheinlich ist, als auch nach unten aufgehen. Also das ist eine ganz heikle Geschichte. Am Jahres- oder im Jahresausblick hatte ich gesagt, ich ging davon aus, dass wir bis Ende April den LZ schlechter gehen. Das hier ist Ende April. Dieses kleine graue Kästchen. Und das ist eigentlich aufgrund dieser M-Formation, wie ich sie jetzt annehme, mein Ziel. Bei einer M-Formation nimmt man gerne von diesem Bereich hier, den setzt man einfach nach unten drauf und dann liege ich im Bereich bei 13.300. Diese 13.300, die verbindet sich auch ziemlich gut mit diesem ganzen Chartbereich hier, den wir hatten im September 2020. Haben wir ein paar Mal als Widerstand gehabt, bis wir ihn dann final hier im, wann ist denn das, das war im Januar, dann genommen haben, beziehungsweise da kam er noch einmal drauf zurück und dann gingen wir dementsprechend hoch. Von daher kommt das, es ist aber auch, und das finde ich das Interessante, das 61,8er Retracement von dieser Bewegung hier, vom November letzten Jahres, 11.441 hoch bis zum Hoch, das ist das 61er. Und, jetzt ziehe ich es mal runter, weil jeder legt die Fibos anders an, von dieser, ne, bleib hier, ne, von dieser Bewegung hier, von der ganz langen, also im Corona-Low bis zum Nach-Corona-Hoch, ist es auch das 38,2er. Das trifft sich alles hier. Nicht punktgenau, aber das ist so ein Bereich, deswegen habe ich ihn hier schraffiert. Und dieser Bereich, der liegt so, ich habe es ein bisschen groß gemacht, ja, der liegt so zwischen 13.200 und 13.300. Und das ist eigentlich für mich, ganz ehrlich, die Zielzone mit Zeitangabe bis Ende April. Ich bleibe hier negativ. Alles, was wir jetzt hier heute mal wieder gut gemacht haben, ist nichts anderes als ein Atemholen, weil in der Nacht nichts passiert ist. Und das vielleicht gestern Abend doch ein bisschen viel war. Dennoch, wir haben diesen ganz langen Unterstützung hier. Die ist, glaube ich, hier von, was ist das, 1.4. letzten Jahres. Also 10 Monate. Die haben wir unterboten. Damit sind diese ganzen Trends hier, dieser Aufwärtstrend ist kaputt erstmal. Das kann jetzt seitwärts gehen, das kann aber, was ich eher vermute, weiter runtergehen. Also ich bin hier eher negativ. Und jetzt gehen wir mal auf die 4 Stunden. Die haben also nur eins gemacht, das ist also jetzt hier kein Trend, das ist der Teil vom M. 4 Stunden ist grundsätzlich in Ordnung. Die wird es dann wieder schwierig, wenn wir unter die 14.300 gehen. Dann wird die kritisch. Aber im Moment ist es nur einfach mal ein Atmen. Nichts anderes. Ja, ich finde es hier in Ordnung, aber ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich sage es auch wieder, in diesen Zeiten finde ich die Techniken, ich möchte nicht sagen uninteressant, aber
der Chart ist wichtiger als irgendeine mathematische Technik. So sehe ich das. Das sind andere, es wird ja diskutiert, anderer Meinung, ich sehe das so. Jetzt hören wir hier auf den Stundenchart. Also was, ich nehme den hier mal raus, dass euch der nicht irgendwie irritiert. Vom Stundenchart. Es ist so, dass wir auch hier von dieser doch ziemlich heftigen Bewegung von 15.500, ich meine, das sind 1.200 Punkte in wenigen Stunden, das ist eine Menge. Das baut sich jetzt hier schon wieder ein bisschen ab, sowohl über den Oszillator als auch über den Trendfolger. Und er hat durchaus nochmal das Recht, hier runter zu gehen. Auch hier gilt ganz klar, unter 14.300 mit der Stundenkerze wird er oder akzeleriert er wahrscheinlich weiter nach unten. Mir ist eins aufgefallen, das will ich euch mal zeigen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier war. Hier, das ist jetzt mal der 15-Minuten-Chart, so wie ich rangegangen bin. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Das hier, jetzt wo ist denn mein Fadenkreuz? Das hier ist die Eröffnung von gestern. Also wir hatten ein Gap nach oben, sind dann einfach runtergewandelt. Das hier ist die 14.000, ich mache das Fadenkreuz wieder raus. Das hier ist die 14.815 und ihr seht, das war eine Geschichte von, ich glaube, 8 Minuten, als der gebrochen wurde, wie die Stops ausgelöst haben und da ging es bis hier runter. Das war ganz knapp 14.600. Das ist jetzt diese blaue gestrichelte Linie. Das ist, wir haben dann in der Viertelstundenkerze sind wir dann wieder ein bisschen hochgegangen. Das ist ein sensationeller Hammer. Aber dann hat er sich wieder richtig schön hochgearbeitet. Und zwar hier in diesem Bereich Back to Breakout. Hier war der Breakout, sogar ein bisschen drüber. Und mit der dritten Kerze, 1, 2, 3, verließen sie ihn wieder. Ja, also das kann man jetzt nicht unbedingt erkennen, dass das jetzt hier ein Verkaufssignal ist. Also diese beiden, aber ein Back to Breakout, den haben wir gleich nochmal einen. Das ist immer so eine Geschichte für sich. Jetzt geht das Ding runter, unterbietet im Viertelstundenchart auch wieder dieses Tief hier, was wir hier hatten und säuft dann dementsprechend weiter ab. Bis wohin der fällt, das kann man nicht sagen. Ich glaube, am Freitag habe ich gesagt, 14.400 ist eine Unterstützung. Es gab aber auch eine bei 14.320. Das kann man nie so genau sagen. Und jetzt ist halt die Frage. Wer keine Position hat, wann kann er denn mal denken, das müsste jetzt aber gewesen sein. Und dazu nehme ich dann auch auf Viertelstunde diese ganzen Linien hier. Das MACD, ja, lang, kurz, kurz, wurde hier positiv. Stochastik wurde hier positiv. Und mit dieser Kerze hier wurde es dann alles bestätigt. Und dann ging das dementsprechend hoch. Jetzt ist es so, dass wir, jetzt brauche ich das Ding hier wieder. Man kann oder man sollte eigentlich grundsätzlich die Kerze abwarten, ja. Aber als ich gesehen habe, dass der dann sich wieder hier hochging, habe ich hier in diesem Bereich 14.405 heute Morgen gekauft. Und habe aber den Stop sofort hier drunter gelegt. Man muss echt ganz diszipliniert hier arbeiten mit den Stops. Das wird sonst, das kann richtig wehtun. Und habe die Stops dann dementsprechend immer hochgezogen. So, jetzt komme ich zu der gestrichelten Linie. Wenn ich dann mal den Mut gefasst habe, weil ich ein Kaufsignal hier über das MACD habe, weil ich hier ein Tagestief habe, das weiß ich noch nicht, dass das Tief ist, aber vielleicht es als solches annehme und ein Kaufsignal habe über die Stochastik, ziehe ich also wie gesagt die Stops immer hoch, aber ich suche mir ein Ziel. Und das hier war das erste Low und das ist auch nichts anderes als ein Back-to-Breakout. Erstmal in der ersten Bewegung genau das gleiche wie hier, Back-to-Breakout und hier auch Back-to-Breakout. Interessanterweise, und da wird jeder Händler, der ein bisschen Erfahrung hat, eine andere Meinung zu haben, von dieser Bewegung hier, vom heutigen Tagestief bis zum ersten Tageshoch bei 14.643, ist diese Korrektur hier genau das 38er Retracement. Ja, also die Fibos muss ich nicht nur anlegen irgendwie über den Tag hinaus, ich lege die auch ganz gerne, also ich mache das so, also während des Tages an. So, dann ich habe dann hier verkauft, und zwar bei dieser Kerze. Ich habe gesagt, nur, vielleicht geht er nochmal hoch. Also das war tatsächlich mein Ziel, das Back-to-Breakout. Und das habe ich auch bei mir im Chat auf Facebook auch gesagt, nur 14.600 wäre doch mal schick. So, dann geht er also rund. Ich habe dann hier verkauft, hatte nichts. Und ich bin dann nochmal rein, als wir hier drüber gegangen sind. Habe ich das dann nochmal gekauft. Das war jetzt nicht so der Bringer, aber das waren auch 120 Punkte ungefähr. Und dann sind wir hier von dieser Bewegung hier bis zu dem 50er Retracement gelaufen und bis dahin und nicht weiter. Tatsächlich ist es auch in der Nähe des
Schlusskurs ist Xetra von gestern, 14.731. Das heißt, wir haben das Gap geschlossen, der Chart ist sauber. Und jetzt gerade eben hier, wir haben 18.48 Uhr, fällt er schon wieder runter. Es ist nicht gut. Gerade eben habe ich gehört, der Biden will gleich was sagen. Ich weiß nicht, ob das 19 Uhr unsere Zeit ist oder später, das kann ich nicht sagen. Aber tatsächlich ist die Gesamtbewegung, es ist für mich ein großes M. Ich glaube, dass wir weiter runtergehen. Ich werde meine insgesamt negative Meinung über den Markt erst dann verändern, wenn wir hier über der 15.616 sind und schließen. Vorher nicht. Ja, bis dahin bleibe ich negativ, nehme aber auch in Kauf, dass da immer mal wieder solche Bewegungen reinkommen können. Aber wenn solche Lows unterboten werden, wie das jetzt hier gestern mit den Stops, nochmal unterboten werden, ist es besser, mit dem Trend zu gehen, abwärts, als irgendwie zu hoffen, naja gut, irgendwann muss er ja mal hochgehen. Das muss er nicht. Oder zumindest nicht dann, wenn ihr wollt. So sehe ich das. Vielleicht ist das eine Hilfe für den einen oder anderen. Jetzt habe ich hier euch noch Scheine mitgebracht. So, DAX-Scheine. Ich muss die weitersetzen. Ich kann die nicht hier nur 300, 400, 500 Punkte dran machen. Und so habe ich den ersten genommen mit der Basis 13.919. Das ist ein 19er Hebel, wobei das ändert sich jetzt hier stündlich momentan. Da muss man ein bisschen aufpassen. 13.919 sind wir hier unten. Ich glaube nicht, dass wir so ohne weiteres die 14.000 nehmen. Da sollte er umkämpft sein. Den würde ich aber erst dann machen, wenn wir dieses 50er Retracement hier bei 14.765, machen wir mal eher 14.780, wenn wir das mit einer Stundenkerze überbieten. Vorher noch nicht. Vorher ist das einer für die Watchlist und gucken, wie der sich bewegt. Das ist die GH0VH1. Bei dem Put bin ich ein bisschen, gehe ich ein bisschen aggressiver ran, wobei der Hebel trotzdem niedriger ist. Das ist dieser hier. Da sind wir mal bei 15.563. Das ist die JX7WX8, Hebel 16. Ja, da wird es jetzt auch schon wieder geändert haben. Was die Scheine angeht. Ich habe, wo habe ich jetzt die Liste? Ist das hier? Nee, das ist diese hier. Ich habe gestern mal drauf gedrückt. Da muss der DAX gewesen sein, 14.550 ungefähr. Das sind jetzt, ich habe extra die Emittenten weggemacht. Ich will euch nur mal dafür sensibilisieren, was das für Unterschiede sind. Hier, das sind alles so 14.400er Scheine. 53er Hebel, 2,04 zu nix. Hier ein guter 1 Cent Spread. Hier 1,30 Spread. Also 1,30 Euro. Hier 24 Cent. Also die sind teilweise gewaltig. Hier ist nochmal einer dabei, der 1 Cent, das würde ich noch nicht mal erwarten. Ich gebe dem 5 Cent. Das ist in Ordnung. Ja, aber bitte doch nicht sowas. 1,94 zu 2,71. Ja, das ist, finde ich, dann hier auch wieder 26 Cent. Also bevor ihr da drauf drückt und denkt, oh, Freetrade-Aktion, mache ich mit. Auf jeden Fall aufpassen, die Scheine miteinander vergleichen. Gestern, und das kann ich auch ruhig immer da sagen, gab es also zu diesem Zeitpunkt, an dem ich das da drauf gedrückt habe, habe ich nur zwei Emittenten gefunden, die handelbare Preise hatten. Das war JP Morgan und das war Goldman Sachs. Das kann man ruhig mal sagen. Alle anderen haben sich teilweise echt verabschiedet. Hier sowas, 1,57 zu 2,90. Tja, ich kann verstehen, warum die das machen. Das ist eine heiße Kiste hier momentan, ja. Aber es ist unglaublich frustrierend, wenn man in sowas hier eine Position hat. Entweder mal mit kaufen, kann man nicht, ja, das geht gar nicht. Ja, und der Verkauf, der scheint hier auch nicht zu stimmen. Wie gesagt, ich kann es seitens der Emittenten verstehen. Das sind nicht einfache Tage für die, ganz klar. Soll nicht auch einer immer behaupten, die Banken würden immer nur Geld verdienen. Das ist nicht der Fall. Ja, aber bitte, bitte, bitte schaut die Scheine an, vergleicht mehrere Emittenten miteinander. Ich habe euch jetzt zwei genannt, die fand ich echt gut gestern, da Hut ab. Tja, einige anderen hatten nicht die Eier, so Preise zu stellen. Also das muss einfach auch mal gesagt werden. Leute, das bleibt ein schwieriger Markt. Es gibt hier ganz heftige Schwankungen, also macht es eher klein. Und wie gesagt, ich habe nicht den Mut, über Nacht hier irgendwelche Positionen zu haben. Das muss nicht sein. Und wenn, ist sie so klein, dass sie mir nicht wehtut. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.